Das war irgendwie aufregend, irgendwie traurig und irgendwie ist man sentimental und irgendwie freut man sich und irgendwie ist generell immer das Ende des Jahres, diese Zeit im Jahr, wo man sich einfach nur fragt, was hat man so geschafft und was ist los und wo steht man gerade und warum ist da eine Fliege? Leise. Ich töte dich noch. Ich bin. Warte, komm her. Alter, es wäre ich. Es wäre ich. Oh Gott, mein Bauch schaut da raus. Ich sehe ihn. Aber es wäre ich so ein richtiger. Warte mal. Ich sehe sie. Eigentlich habe ich sie jetzt gerade verloren. Abgebrannt, abgesehen. Meine Hände waren zu kurz. Entschuldigung. Ich könnte auch ein bisschen weniger rumspasten, oder? Ein bisschen zumindest. Ich hasse dieses Stream Deck. Meine verfickte Scheiße. Warum muss ich mich da ständig bei Hurens Twitch einloggen? Boah, ich kapiere das einfach nicht. Das ist doch einfach nur ein Scherz. Da muss ich immer das scheiß Maus-Dings, nein, wie heißt das? Tastatur nehmen, ausstecken, das einstecken. Dann muss ich mich einloggen. Weiß ich mein verfickten Passwort hier? Und dann muss ich mein Passwort eingeben, das ich eh nie weiß. Dann muss ich noch einen Authentifikationscode eingeben. Es wäre sich alles schon genug, dass ich mich da einloggen. Wo ist der jetzt hin? Alter. Der Hass! Wenn man 5 Brösel in der Küche übrig gelassen hat und die Mama kommt, du hast 5 Brösel nicht weggeräumt. Wenn ich in die Küche komme von der Arbeit, dann will ich, dass die Küche so ist, wie ich sie verlassen habe. Und da waren diese 5 Brösel noch nicht. Und dann denkst du nur so. Really? Naja, und dann räumst du halt die 5 Brösel weg. Du wirkst so kindertauglich und so erklärend. Dankeschön. Ich wirke kindertauglich? Das ist urschön. Habt ihr das jetzt gehört? Das klimmen wir jetzt bitte. Becky wirkt kindertauglich, ja? Verfickte Scheiße, warum muss ich mich da ständig bei Hurens Twitch einloggen? Boah, ich kapiere das einfach nicht. Das ist das schönste Kompliment, was mir, glaube ich, in diesem Jahr gemacht wurde. Vielen Dank, weil alle sagen immer, wenn ich mit Kindern unterwegs wäre, würde ich die alle boxen. Aber ich bin eigentlich eh nett. Ich bin kindertauglich. Ladet mich ein für eure Geburtstagspartys. Ich bin kindertauglich. Ihr wisst doch, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Dead Grinch Face. Vor allem haben wir gesagt, um 18 Uhr soll er da sein. Jetzt ist es 18.06 Uhr. Mann, Frank, wo bleibst du? Stehst du wieder irgendwo im Stau? Es ist Samstagnachmittag. Kannst du mir nicht erzählen, dass du im Stau stehst oder so? Was ist los? Wo ist mein Co-Kommentator? Es ist immer so schön, dass ihr euch alle immer so lieb begrüßt. Oh, da klopft es an der Tür. Schaut euch das an. Da muss man nur mal schimpfen. Na, du kleiner Scheiße. Gut. Für mich ist es erstes Mal. Was war jetzt bei euch los? Das muss ich jetzt anschauen. Was hast du so gemacht? So viel zu, dass der... Was hast du gemacht? Das Ding so wäre nie umgefallen. Ich nie. Ich hab eh nichts nie gemacht. Was ist passiert bei euch? Der Kratzbaum ist umgefallen. Der Kratzbaum ist umgefallen. Ja, ich zeig mal, Frank. Versuch den jetzt gerade zu richten. Die Katze ist einfach zu fett geworden. Ich weiß, es gibt so viele kleine, süße Katzen. Er ist eine große, dicke. Au. Bist du ein Speckig geworden? Deswegen, weil du so ein Speckig bist? Das geht doch mir nicht zu bewegen, ne? Hilft mir! Ich meine, schaut euch diese riesige Katze an. Riesig und fett. Gell? Warte mal, kann ich ihn irgendwie so streifen? Gutschi, 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 gutschi. Brave Katze, gutschi, 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 gutschi. Und er denkt sich einfach nur: Stop it, Human! War nicht besteuert. Ups! Das improvisiere. Keiner weiß, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich bin ein Mädchen und ich bin verliebt in dich. Knutschen wir. So knutsche ich nicht. Schnell. Schnell. Ja, guckt mal. Ich kann die auch füttern mit Samen. Ah, das ist echt niedlich. Das ist so cute. So cute. Und die Katze. Miau. Ah,
ihr kleinen Mumus. Musch, musch, musch. Erstmal die Katzen streicheln. Das sind Prioritäten, ja? Und dann können wir seinen Tod bestätigen. Erstmal die Katzen streicheln. Ihr seid so süß. Streichel die Katze, Bayek. Streichel sie. Haben wir uns gerade getrennt? Haben wir uns von der geilsten Frau, die man haben kann, getrennt? Ja, gut. Von mir aus. Lass uns erstmal töten und dann wieder vögeln. Ist es euer Ernst? Du siehst das vor dir? Irgendwas total Geiles, was irgendwelche Götter außerirdischen oder Schlag mich tot, wer gebaut hat? Okay, dein bester Freund liegt da tot am Boden. Aber what the fuck, du entdeckst einfach mal sowas? Und anstatt, dass du das mal genauer anschaust und dich dann um deinen Freund kümmerst, gehst du den erstmal beisetzen? What the actual fuck? Warum? Weshalb? Wieso? Und wir laufen jetzt über die Schlachtfeld und töten Proteinos. Nein, das sind nicht die Proteine, die ihr zu euch nehmen solltet, sondern... Oh, er ist schon tot. Oh, wait, what? What? Warte mal, ich wollte gerade noch ein bisschen den Ton leiser machen. Ich möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Der Leuchtturm nähert sich. Wow. Ich bin ziemlich weit geflogen, oder? Bitte schön, Madame. Ja, und jetzt kommt er zurück. Soll er kommen? Der droht noch. Ja, super. Und dann hat er mich wieder. Du bist halt unnötig, René. Was wärst du einfach geblieben? Ich bin in die richtige Richtung gerannt. Ja, ich bin was. Wo soll ich hinrennen? Meine Güte, du hättest einfach jetzt bleiben können und dich schlagen lassen können. Oder I don't know. Aber jetzt häng ich wieder auf Struggle. Das war beschissen, der Safe. Ich lieg so am Boden. Ich lieg am Boden, weil er mich gedroppt hat. Ich glaube, er kommt zu dir. Oh Gott. Er sieht mich nicht. Becky, what the fuck? Okay. Ah, okay. Ah, dreh um. Sie sind hingefallen. Er ist allein im Auto. Wo? Fahr hin, genau. Oh nein, wieso steht der wieder? Warte, ich hab keine Muni. Ich kann nicht anschießen. Oh mein Gott. Ich hab keine Muni. Fuck! Ehrlich jetzt? Töte ihn, Ja, ich bin behindert, ich hab unabsichtlich auf die Frags geschalten. Was ist das so? Mann, René! Sich lesen, Pistols und Shotguns. Pistols. Warum schlagst du dich selber, Frank? Ich hab schon viel zu starke Muckis. Als ob. Verletz dich nur nicht. Und morgen hast du wieder blaue Flecken. Ja, ich hab sicher an den Handgelenken blaue Flecke. Dann werde ich erstmal anzeigen gehen. So, aber jetzt kommt eigentlich das Wichtigste des heutigen Abends. Wenn ihr seht, dass wir lustige Situationen haben, und die wird es bestimmt geben, dann klippt das bitte. Denn ich bin auf den USA. Charge against you. I did my part. What did you do? I kept the streets of LA safe for them. Oh, seht ihr, was ich meine? Ja, Entschuldigung. Ich habe gelesen. Meine Fresse. Yeah.